Auf den Dächern unseres Dorfes schlummert ein ungenutztes Potenzial. Lackbergen nutzt nur 17% aller geeigneten Dachflächen für Photovoltaik und das soll sich ändern. Aus dem Grund hat die Gemeinde ein Förderprogramm ins Leben gerufen. Mit bis zu 500 Euro wird jede Anlage bezuschusst. Und jetzt kommt mal Herr Kondring zu Wort, der das Ganze schon realisiert hat. Mein Name ist Thomas Kondring. Ich wohne hier mit meiner Familie in Lackbergen. Wir haben im Mai 2022 eine PV-Anlage gebaut und diese Anlage wurde mit 500 Euro von der Gemeinde Lackbergen gefördert. Ja, uns war es aus mehreren Gründen wichtig, eine PV-Anlage zu installieren. Der erste Grund ist, dass wir ja als Gesellschaft alle die Energiewende wollen und die funktioniert aus unserer Sicht nur dann, wenn auch jeder mitmacht und möglichst alle geeigneten Dachflächen für Photovoltaik genutzt werden. Und der zweite Grund ist auch ein ganz toller Grund, denn es lohnt sich auch finanziell. Also ich muss zugeben, wir haben uns mit der Anlage zu Beginn etwas schwer getan. Erstmal war uns gar nicht bewusst, dass sich selbstgenutzte Anlagen rentieren. Aber wir haben im Freundes- und Familienkreis gesehen, dass immer mehr Anlagen entstanden sind. Und dann hat die Gemeinde Lackbergen ein Förderprogramm aufgesetzt und das führte dann dazu, dass wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich habe dann Frau Kattmann angesprochen von der Gemeinde. Die hat einige Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Und am besten fand ich das Solarpotenzialkataster vom Kreis Steinfurt. Dort kann man für jede Dachfläche ausrechnen, ob PV überhaupt sinnvoll ist, welcher Ertrag zu erwarten ist und wie sich das Ganze rentiert. Wir produzieren jetzt viel zu viel elektrische Energie. Wir können nur 20% selbst nutzen, den Rest speisen wir ein. Aber im November bekomme ich ein Elektroauto, dann haben wir 9 Verbraucher dazu. Und früher oder später werden wir auch mit einer Wärmepumpe heizen. Und dann sind wir froh, dass wir sehr viel Leistung hier installiert haben.